Seid ihr herzlich willkommen, Tageshoroskop. Aber das gilt für zwei Tage, weil wir haben dieselben Energie, 10. und 11. April. Dieser Tageshoroskop ist nach indischen Berechnung. Wenn du nicht weißt, in welchen Tierkreiszeichen du geboren bist, nach diesem vedischen Astrologie, unter die Aufnahmen ist eine Tabelle und kannst du nachschauen. Wir haben heute Unsicherheit. Viele Menschen haben das Gefühl, verlieren den sicheren Boden unter ihren Füßen. Aber es gibt eine Lösung, es gibt einen Ausweg, weil Aldebaran wirkt jetzt in Tagen. Und Aldebaran ist eine von den königlichen Sternen und gilt als Wegweiser. Also gibt eine neue Richtung, Veränderungen und es ist gut in diesem Vertrauen bleiben. Aldebaran ist der Wegweiser. Und jetzt schauen wir an die einzelnen Tierkreiszeichen. Tierkreiszeichen Widder. Hier bewegt sich Uranus und bringt Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Hier bewegt sich Merkur und es beschleunigt einiges. Kommen wichtigen Terminen, Verträgen oder Gesprächen auf uns zu. Ja, das trifft mich auch. Ich bin auch in Tierkreiszeichen wiedergeboren. Mars und Venus, die beiden Liebesplaneten, sind im Wassermann. Und das hat einen guten Einfluss auf uns Wiedergeborenen. Aber Mond ist im Krebs und das ist weniger gut für uns und hat einen Einfluss auf unsere Gefühle. Und das kann etwas Negatives bedeuten, was Angst auslöst oder Unsicherheiten gerade. Wir müssen noch 2 Tage warten und bald kommt eine Verbesserung. Die Tierkreiszeichen Stier. Hier bewegt sich Rahu, die aufsteigenden karmischen Knoten, und zeigt karmischen Themen, eine neue Richtung und Veränderungen. Mars schickt Energie von außen für die Stiergeborenen. Das kann Unterstützung sein, weil jemand Kraft gibt oder eine männliche Person nähert sich zum Stiergeborenen. Was die Kommunikation betrifft, hier nähert sich auch eine gute Nachricht. Das kann auch ein Neuanfang auch sein. Aber in der Liebepartnerschaft gibt es noch Spannungen, Unsicherheiten. Ein bisschen Geduld noch. Die Tierkreiszeichen Zwillinge. Hier bewegt sich gerade kein Planet. Aber Jupiter schickt Energie von außen. Und das bedeutet Glück, Chancen, Möglichkeiten oder in eine rechtliche Lage geht alles voran. Eine gute Nachricht erwartet die Zwillingsgeborenen und haben sehr viel Glück, besonders was die Liebepartnerschaft betrifft. Die Tierkreiszeichen Krebs. Hier bewegt sich gerade Mond und aktiviert die Gefühle. Und es ist sehr intensiv, weil Mond herrscht über die Tierkreiszeichen Krebs. Das kann auch Veränderungen auslösen. Was die Kommunikation betrifft, das ist nicht so gut bei den Krebsgeborenen, weil hier sind auch Missverständnisse oder ein Vertrag jetzt gerade unterschreiben kann auch ungünstig sein. In der Liebepartnerschaft sind noch Unsicherheiten, fehlt die Leichtigkeit. Und bei einer rechtlichen Lage gibt es noch Verzögerungen. Die Tierkreiszeichen Löwe.
Hier bewegt sich kein Planet. Mond nähert sich natürlich zu Löwe. Aber die Löwengeborenen bekommen Einflüsse von außen. Mars schickt Energie und das bedeutet, jemand gibt Kraft oder nähert sich einer männlichen Person. Venus schickt auch Energie und das ist die Liebesplanet. Also hier bewegt sich etwas und alles kommt von außen. Und Jupiter schickt auch Energie und das ist Glück, Chancen, Möglichkeiten. Eventuell in einer rechtlichen Lage klärt sich etwas auf. Oder wenn du etwas bis jetzt als ungerecht empfunden hast, das spiegelt dir etwas und das kannst du gerade in Ordnung bringen. Eine gute Nachricht ist auch möglich, weil Merkur ist im Widder, im Feuerelement und Löwe ist auch Feuerelement, also hier ist die Einklang, die Harmonie. Die Zeichen Jungfrau. Hier bewegt sich kein Planet, aber Sonne schickt Energie von außen, macht etwas sichtbar. Das ist auch Lebenskraft, Lebensenergie. Und Jungfrau hat sowieso mit Heilung was zu tun. Mars schickt auch Energie für die Jungfrau Geborenen und das bedeutet, jemand gibt Kraft oder nähert sich einer männlichen Person. Was die Kommunikation betrifft, ist noch etwas unklar. Was die Liebe-Partnerschaft betrifft, sind noch Unsicherheiten. Es fehlt die Leichtigkeit. Die Zeichen Waage. Hier bewegt sich kein Planet, aber Merkur schickt Energie von außen. Also jemand nähert sich und sucht die Gespräche. Merkur spiegelt etwas für die Waage-Geborenen. Und du sollst in diese Spiegel schauen. Und das bedeutet, jemand hat Erwartungen, dass du den Kontakt suchst. Saturn schickt auch Energie für die Waagegeborenen von außen. Es ist möglich, etwas in Ordnung bringen. Und Jupiter schickt auch Energie und das bedeutet Glück, Chancen, Möglichkeiten. Oder in einer rechtlichen Lage klärt sich gerade etwas auf. Die Tierkreise zeichnen Skorpion. Hier bewegt sich Ketu, die absteigenden karmischen Knoten. Und hier sind karmische Themen. Das hat mit deiner Vergangenheit was zu tun und auch mit deinen Gefühlen was zu tun. Mond begünstigt gerade die Skorpiongeborenen, weil Mond bewegt sich im Krebs und das ist Wasserelement und die Tierkreise zeichnen Skorpion gehört auch zum Wasserelement. Also diese Mondbewegung hat einen schönen, guten Einfluss auf die Skorpiongeborenen. Aber in die Liebe-Partnerschaft ist noch etwas undurchschaubar oder hast du Ängste, wie zum Beispiel Verlustangst? Also hier muss etwas geduldig sein, bis in die Liebe etwas in Form kommt, mehr Sicherheit, mehr Stabilität. Ein Gespräch kann zu Missverständnissen führen. Die Tierkreise zeichnen Schütze. Hier bewegt sich kein Planet, kommt auch kein Einfluss von außen, aber die Schützegeborenen können mit einer guten Nachricht rechnen oder ein vorteilhafter Vertrag, weil Merkur bewegt sich im Widder und das ist Feuerelement und Schütze ist auch Feuerelement, also eine gute Merkurenergie. Und Glück in die Liebe-Partnerschaft, weil Mars und Venus ist im Wassermann und das ist Luftelement und das wirkt sehr gut für die Schützengeborenen, weil Luft und Feuer sind befreundeten
Elementen. Die Tierkreise zeichnen Steinbock. Hier bewegt sich Saturn und Pluto. Pluto hilft, etwas zu Ende bringen oder stärkt innerlich. Und Saturn wirkt auf die Schicksal. Bei den Steinbockgeborenen gibt es schicksalhafte Veränderungen und Entscheidungen. In die Liebepartnerschaft ist alles in die Nähe, kommt mehr Leichtigkeit und es bringt auch Glück. Genauso wie bei einer rechtlichen Lage. Aber was die Kommunikation betrifft, da sind momentan Missverständnisse und ein Vertrag gerade unterschreiben wäre ungünstig. Die Zeichen Wassermann. Hier bewegt sich Neptun, aktiviert die Träume, die Sehnsüchte, die Wünsche. Wenn du daran glaubst, dann kann dieser Traum wahr werden. Hier bewegt sich Jupiter, bringt Glück, Chancen, Möglichkeiten. Und hier bewegt sich Mars und Venus, also eine starke Liebesenergie. Was die Kommunikation betrifft, ist auch sehr gut, weil Merkur in Widder Feuerelement, Wassermann ist Luftelement und Feuer-Luft sind miteinander befreundet. Die Tierkreise zeichnen Fischen. Hier befindet sich die Sonne und Saturn schickt Energie von außen. Sonne macht etwas sichtbar, gibt Lebenskraft. Und diese Saturn-Energie von außen hilft dabei, etwas in Form zu bringen, etwas befestigen. Und was die Liebe-Partnerschaft betrifft, von Nachbarzeichen Wassermann kommt die Leichtigkeit. Und was die Kommunikation betrifft, von Nachbarzeichen Widder kommt die Energie, dazu geht alles voran. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe.